Wir sind heute endlich mal wieder auf einem Schiff unterwegs und zwar auf einer Fähre mit Kreuzfahrtniveau, der Pearl Seaways von DFDS. Und wir schauen uns das Schiff mal von außen an und dabei vielleicht schon mal ein paar Informationen. Das Schiff ist 178,4 Meter lang, 33,8 Meter breit und hat einen Tiefgang von 6,50 Meter. Die Einsatzgeschwindigkeit 16,5 Knoten und das wurde 1989 schon gebaut. Kann 1832 Passagiere befördern in 702 Kabinen und kann bis zu 320 PKWs befördern und wird eingesetzt auf der Route Kopenhagen-Oslo mit Zwischenstopp in Frederikshafen. Das Schiff hat eine bewegte Geschichte. Es wurde für die Viking Line als Fähre gebaut, wurde dann später als reines Kreuzfahrtschiff umgebaut und von Singapur aus eingesetzt. Dabei hat man das Autodeck in ein riesen Casino umgewandelt und seit 2001 ist sie dann wieder zurück in Europa, dann seitdem allerdings für DFDS Seaways. Sie hat ein Schwesterschiff, das ist die Star Pisces, die wird von Star Cruises von Hongkong aus eingesetzt. Übrigens war die Pearl Seaways bei ihrer Indienststellung die größte Kreuzfahrtfähre der Welt. Jetzt wollen wir aber auch langsam mal reinschauen in das Schiff. Ich werde euch natürlich in zwei Vlogs auch mit an Bord nehmen, aber erstmal zum Rundgang. Ich versuche euch wieder alle Bereiche an Bord zu zeigen, was im Moment ein bisschen schwierig ist, weil aufgrund der aktuellen Situation nicht alle Bereiche zu 100% geöffnet waren. Wir fangen ganz unten an auf dem ersten für Passagiere zugänglichen Deck. Das ist das Deck Nummer 5. Dort befindet sich die Eingangshalle. Hier kommt man also an Bord. Hier gibt es eine kleine Sitzecke und die Fahrstühle. Und das Haupttreppenhaus und ansonsten befinden sich hier hauptsächlich Kabinen. Deswegen gehen wir gleich mal ein Deck höher und man sieht es hier, finde ich, schon am Treppenhaus, dass dieses Schiff eben nicht nur eine reine Fähre ist, sondern schon Kreuzfahrtcharakter hat, weil man hier eben doch ein bisschen mehr auf die Gestaltung achtet. Dann kommen wir auf Deck Nummer 6. Auch auf Deck Nummer 6 gibt es nicht allzu viele öffentliche Angebote. Allerdings haben wir hier das Promenadendeck. Hier könnt ihr also schon zum ersten Mal nach draußen gehen und vor allen Dingen die schöne Landschaft genießen, zum Beispiel bei der Einfahrt in den Oslofjord. Drinnen gibt es dann noch die Bubble Zone. Das ist der Familienbereich und das Schwimmbad an Bord. Das kann ich euch jetzt leider nicht im Innenbereich zeigen. Das hätte man extra hinzubuchen müssen. Und dennoch darf man dort natürlich nicht filmen. Deswegen, dieser Bereich kann ich euch jetzt also nicht zeigen. Aber das hier ist der Zugangsbereich zur Bubble Zone. Wir gehen also weiter. Und da es auch auf Deck 6 ansonsten nur Kabinen gibt, gehen wir wieder ein Deck höher und kommen dann auf das erste Hauptdeck sozusagen, auf dem sich das öffentliche Leben an Bord abspielt. Und das ist das Deck Nummer 7. Hier haben wir gleich den Rezeptionsbereich mit der Weltkugel, sozusagen also das Atrium. Hier haben wir auch Konferenzräume in diesem Bereich, die kann ich euch natürlich auch nicht zeigen. Hier jetzt eben der Atriumsbereich erstreckt sich über zwei Decks. Den zweiten Teil sehen wir später. Hier die Rezeption. Und hier geht es jetzt in das Seven Seas. Das ist das Buffet-Restaurant. Das Buffet-Restaurant befindet sich ganz vorne mit großen Panoramafenstern nach vorne heraus. Hier bekommt ihr Frühstück und Abendessen. Die Fähre fährt 14 Uhr los. Ihr könnt ungefähr ab 12 Uhr an Bord. Dann ist aber immer nur ein Restaurant geöffnet, also das große Buffet ist immer fürs Frühstück und fürs Abendessen geöffnet, kann man auch vorab gleich hinzubuchen. Hier nochmal ein Blick in den Rezeptionsbereich mit der Weltkugel im Atrium. Ihr sehen könnt über zwei Decks. Dann geht's weiter und wir kommen hier zum Espresso House. Das ist eine Kaffeebar. Die ist auch geöffnet, wenn ihr an Bord kommt. Da allerdings nur kleine Snacks, Sandwiches und ähnliches und eben wie der Name es verspricht, Espresso und Kaffee. Hat relativ wenig Fenster dieser Bereich, ist also eher so ein Zwischenbereich zum Warten. Und dann ganz am Heck des Schiffes, natürlich wichtig auf einer Fähre, gerade wenn es nach Skandinavien geht, der Sea Shop, also der Tax-Free Duty-Free Store.
Da gibt es dann natürlich die typischen Angebote, Parfüm, Süßigkeiten und Alkohol, aber auch einiges an Kleidung und Souvenirs, allerdings fast keine DFDS-Logo-Artikel. Das war's auch schon auf Deck 7 und wir gehen weiter auf das nächste Passagierdeck, ein Deck höher, Deck Nummer 8. Hier befindet sich jetzt einmal Red and White, das ist die Weinbar an Bord, wie ihr hier sehen könnt, und der Columbus Club. Der Columbus Club ist der Nachtclub, die Diskothek sozusagen, mit wunderschönem Panoramablick, 360 Grad. Man hat es von außen gesehen, dieser Bereich mit den nach außen geneigten Fenstern, das ist der Columbus Club und hier könnt ihr euch eigentlich den ganzen Tag aufhalten. Ist nicht rund um die Uhr mit Service allerdings. Solange das Schiff fährt, zumindest am ersten Tag, ist hier hinten auf jeden Fall geöffnet. Und da könnt ihr euch natürlich auch so einen schönen Platz hier an der Ecke suchen, habt wirklich einen traumhaften Blick. Wenn ihr ein bisschen arbeiten wollt, so wie ich das mache, dann müsst ihr ein bisschen schauen. Steckdosen gibt es nämlich nicht allzu viele. Dann gehen wir weiter nach vorne Richtung Bug und wir kommen zur Navigators. Navigators, das ist eine Lounge und eine Bar, beziehungsweise vielmehr eigentlich ein Pub. Ist nämlich ein bisschen gestaltet wie ein typischer britischer oder schottischer Pub, wie ihr hier sehen könnt. Da gibt es auch ab und zu mal Live-Musik, aber wie gesagt, das Angebot ist im Moment noch ein bisschen eingeschränkt. Normal wird hier noch viel mehr geboten, so eigentlich auch eben im Columbus Club. Da kann es abends durchaus mal ein bisschen länger werden und wirklich richtig getanzt und gefeiert werden. Das ist im Moment eben noch nicht so ganz möglich. Dann kommen wir weiter zum Little Italy. Little Italy, wie der Name schon sagt, Pizza und Pasta. Und das ist das Restaurant, was auch schon ab 12 Uhr geöffnet ist, wenn ihr an Bord kommt. Außerdem befindet sich hier noch das Explorers Steakhouse. Das ist eines der etwas gehobeneren Restaurants an Bord. Könnt ihr auch vorab reservieren oder eben spontan noch einen Tisch reservieren, wenn ihr an Bord kommt. Und wir sind jetzt wieder im Atriumsbereich, schauen hier mal von oben und kommen dann noch ein Stück weiter nach vorne. Dort befindet sich das Sieux und das Blue Ribbon. Das sind à la carte Restaurants bzw. Bankettrestaurants. Und hier haben wir noch einen kleinen Barbereich. Das war leider auf dieser Reise alles noch geschlossen bzw. wurde als Lounge für die Trucker genutzt. War also kein Restaurant. Deswegen kann ich euch davon leider nicht ganz so viel zeigen. Wir gehen noch weiter nach oben. Überspringen jetzt aber erstmal das Deck Nummer 9, denn auf Deck Nummer 9 befinden sich bis auf einen kleinen Bereich am Heck nur Kabinen und kommen deswegen jetzt auf Deck Nummer 10. Auf Deck Nummer 10 gibt es auch nur einen Bereich ganz am Heck des Schiffes, deswegen überspringen wir auch dieses Deck jetzt erstmal. Den Bereich am Heck zeige ich euch dann gleich noch. Wir gehen jetzt einfach nochmal höher auf das höchste Deck, Deck Nummer 11, mit Ausnahme des Sonnendecks. Und hier auf Deck 11 befindet sich die Commodore Deluxe Lounge. Das ist die Lounge für die Suitengäste. Denn es gibt hier an Bord auch einige Suiten, denn es ist eben eine Kreuzfahrtfähre. Nur für diese Gäste ist diese Lounge hier gedacht. Und dann gibt es hier noch zahlreiche Konferenzräume, die sich eigentlich über das gesamte Deck erstrecken. Und da gibt es hier auch nochmal ein Konferenzzentrum. Das ist der Bereich hier. Der ist eben auch nur für die Konferenzgäste gedacht. Dann haben wir hier einen Außenbereich, hier ein bisschen überdacht, denn es ist auch der Zugang zu den Suiten, die sich ganz vorne befinden. Hier dieser Bereich vor uns jetzt, da befinden sich noch einige Suiten. Viel mehr gibt es hier eigentlich auch nicht, deswegen gehen wir jetzt noch ein Deck höher, nämlich auf das Sonnendeck. Dazu können wir hier einfach einmal die Außentreppe hinaufgehen. Und das hier ist jetzt eben der höchste Bereich, den ihr an Bord betreten könnt. Nach ganz vorne kommt ihr nicht, da ist abgesperrt. Das muss also an Blick nach vorne heraus reichen. Und hier habt ihr ein paar Sitzmöglichkeiten.
Sicherlich sehr schön, vor allen Dingen eben bei der Fahrt durch den Oslofjord. Wir gehen einmal zum Heck des Schiffes und schauen dann erstmal runter. Und ich finde, gerade am Heck sieht man auch nochmal deutlich, dass es eben mehr als nur eine Fähre ist, sondern dass dieses Schiff eben wirklich Kreuzfahrtcharakter hat. Denn ihr habt hier noch die Skybar, eine außenliegende Bar, die bei gutem Wetter dann geöffnet ist. Schauen wir mal runter. Ihr seht es also wirklich ein großzügiges Außendeck hinten, wo man bei gutem Wetter sehr schön sitzen kann und eben auch etwas trinken kann. Wir gehen jetzt auch einmal wieder runter auf Deck Nummer 11, eben zur Skybar. Also ihr seht wirklich ausreichend Sitzmöglichkeiten vorhanden. Was natürlich immer bei einer Fähre nicht ganz so schön ist. Ihr seht, links ist ein bisschen Teakholz, aber meistens sind es eben diese blauen Anti-Rutschmatten. Das ist aber auf einer Fähre absoluter Standard. Gehört eben so mit dazu. Teakholz ist wahnsinnig teuer und braucht extrem viel Pflege. Das gibt es im gehobenen Kreuzfahrtmarkt, aber eben nicht auf einer Fähre. Auch wenn man eine Kreuzfahrtfähre bucht, man muss sich eben natürlich immer bewusst sein, dass man nach wie vor auf einer Fähre unterwegs ist und es nicht immer zu 100% mit einem Kreuzfahrtschiff vergleichen kann, auch wenn das Angebot vielleicht ähnlich einem kleinen Kreuzfahrtschiff ist. Wir gehen nochmal ein Deck tiefer wieder, jetzt zurück auf Deck Nummer 10, denn hier gibt es auch nochmal eine Besonderheit, die man nur auf wenigen Fähren findet und erst recht im hohen Norden, nämlich einen Außenpool. Ihr habt zwei Whirlpools und tatsächlich einen richtigen Pool, der auch genutzt werden kann. Ihr seht es also wirklich, ein richtiger Pool. Nicht nur die beiden Whirlpools. Also da hat man wirklich ein Angebot, was es nur selten auf Fähren gibt. Und wenn, dann eben im Mittelmeerbereich zum Beispiel. Jetzt gehen wir noch ein Deck tiefer auf Deck Nummer 9. Hier gibt es nochmal einen Außenbereich. Der ist nicht ganz so schön. Das ist nämlich eigentlich nur der ausgezeichnete Raucherbereich. Also das ist eigentlich der einzige Bereich, in dem man rauchen darf an Bord. Von hier gibt es auch einen direkten Zugang zum Columbus Club. Das heißt, wenn man im Columbus Club ist und rauchen möchte, kann man hier links durch diese Tür ein Deck höher gehen und ist dann hier im Raucherbereich. Ansonsten wird man sich hier wahrscheinlich nicht ganz so viel aufhalten, wenn man nicht Raucher ist. Da sind die Bereiche etwas höher, doch schon schöner. Aber das hier eben der Bereich für die Raucher. Damit haben wir eigentlich auch schon alle Bereiche des Schiffes gesehen. Und wie das Leben an Bord so aussieht, was man so machen kann, das erfahrt ihr dann in den nächsten beiden Videos. Das war's damit für den Rundgang über die Pearl Seabase. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Und wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.